Sie müssen pressen! Dann kommt das doofe Kind raus! Gleich! Sie müssen pressen! Aua! Es ist ein Junge. Wie soll der Kleine heißen? Ich nenne diesen Satansbraten Aberorg. Der hat mir voll weh getan. Aberorg, Essen ist fertig. Ja, lecker. Ich freue mich schon richtig aufs Essen. Schnell zu meiner Mama und schnell etwas essen. Ich habe schon seit 3 Tagen nichts mehr gegessen, weil Mama mich nichts essen lässt. Heute darf ich wohl anscheinend wieder was essen. Hey Mama, ich freue mich schon richtig aufs Essen. Danke, dass ich heute was essen darf. Na hör mal, Aborg, ich will dir einfach nur zeigen, dass ich heute eine mega leckere Torte esse. Njam, 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 njam. Was? Ich dachte, ich darf heute auch mal wieder was essen. Da hast du dich getäuscht. Du bist immer noch viel zu fett. Du bist ein fettes Kind und ich will dich nicht haben. Du warst bei deiner Geburt schon so fett und das hat voll wehgetan, ey, du fettes Kind. Musst du immer so gemein sein? Ich kann doch nichts dafür, dass ich dein Kind bin. Ja, ich muss so gemein sein, weil dich will ich gar nicht haben. Ich will dich gar nicht als Kind haben, aber trotzdem habe ich dich an der Backen. Ach, Mama, vielleicht verstehen wir uns besser, wenn wir was gemeinsam unternehmen. Wie wär's, wenn wir mal ins Kino gehen? Dann verstehen wir uns vielleicht besser. Naja gut, meinetwegen, wir können ins Kino gehen. Yay, ich freue mich. Lass uns den neuen Brookhaven Film gucken. Da ist ein ziemlich cooles Roleplay im Kino erschienen. Ja, okay, lass uns den Brookhaven Film gucken. Dann komm mal mit ins Auto. Mega gut, Leute. Ich fahre jetzt mit meiner bösen Mama ins Kino, ey. Ich habe schon Jahre nichts mehr mit meiner Mama unternommen. Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Heute ist sie mal nicht ganz so böse. So, Aberorg, wir sind sofort da. Das sieht aber nicht aus wie im Kino. Du bist ja auch viel zu fett für ein Kino. Im Kino sitzt du ja nur und bewegst dich nicht. Hier musst du dich bewegen. Und zwar sind wir jetzt im Fitnessstudio. Was? Herzlich willkommen im Fitnessstudio. Aborg, deine Mama hat angerufen und dich für ein Probetraining angemeldet. Komm mit. Ich will aber nicht. Ich will den neuen Brookhaven-Film im Kino sehen. Aborg, entweder machst du jetzt das Probetraining mit oder du musst heute Nacht im Garten schlafen. Dann verlierst du auch noch dein Zimmer. Ist ja schon gut, Mama. Okay, ich mach das Probetraining mit. Ja, Trainer, dann laufe ich ihn mal hinterher. Okay, gut, Aborg. Es wird auch halb so wild. Komm mal mit. Oh Mann, jetzt muss ich dem Trainer hinterherlaufen. Ich habe gar keinen Bock auf das Training. Ach, Leute, was würdet ihr an meiner Stelle machen? Würdet ihr das Probetraining machen? Oder würdet ihr das Probetraining nicht machen und dann auch noch im Garten schlafen? Ihr müsst aber bedenken, ich habe schon ewig nichts mehr gegessen. Oh nein, wie sieht das hier denn aus? Langsam sind wir im Fitnessstudio drinne. Okay, ich glaube, hier muss ich mich jetzt erstmal aufwärmen. Genau richtig, Aborg. Hier musst du dich jetzt erstmal aufwärmen. Schnapp dir ein Laufband und dann los. Okay, dann gehe ich mal auf das hinterste Laufband und dann drücke ich mal auf Start. Oh, das geht ja ganz schön ab. Das geht ja ganz schön gut ab. Oh, mein Trainer hat sich neben mir hingestellt. Da wird mir ganz schön warm bei. Okay, der Trainer hat schneller gemacht. Nein, der Trainer hat das bei mir schneller gemacht. Okay. Oh mein Gott. Ey, wie lange müssen wir jetzt noch trainieren? Wie lange müssen wir uns da aufwärmen? Ach, Aborg, ein bisschen müssen wir noch. Noch 5 Minuten und dann sind wir warm. Noch 5 Minuten? In 5 Minuten bin ich fix und fertig. Da kannst du mich hier rausfahren mit den Füßen nach vorne. Naja, okay, Aborg. Wir wollen dich ja nicht überstrapazieren. Dann mach mal aus und dann komm mal mit. Jackpot, wir sind fertig mit Aufwärmen. Aber ich habe die Befürchtung, dass es jetzt noch schlimmer wird, wenn ich mir diesen Raum hier angucke. So, da du dich jetzt aufgewärmt hast, kommen wir zur ersten Übung. Und zwar Curls, Bizeps Curls. Bizeps Curls? Oh mein Gott. Okay, dann gehe ich mal hier einfach zu den Hanteln hin. Und dann versuche ich mal mein Glück. Oh mein Gott, sind die schwer. Oh mein Gott, sind die schwer. Oh, hingefallen. Ups, nochmal hingefallen. Okay, ja, geht das so? Nee, da musst du noch einiges lernen. Dann kletter mal lieber hier die Sprossenleiter hoch. Ha, ups, ja, ich kenne mich ja auch noch nicht so gut aus mit Fitnessstudio. Dann schmeiße ich die Gewichte mal hier hin und dann versuche ich die Sprossenleiter hochzuklettern. Oh mein Gott, okay. Ja, ich schaffe es. Und ich bin gleich oben. Oh mein Gott, bin ich weit oben. Ich bin ja voll weit oben. Ich habe Höhenangst. Was, Aborg? War aber nicht runterfallen jetzt.
Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Aua, aua, aua. Ich bin runtergefallen. Ah, das tat weh. Aua. Ja, aber ich würde sagen, das Probetraining ist für heute beendet. Ja, fertig. Vielleicht können wir jetzt das Brookhaven RP im Kino gucken. Mama, ich habe doch das Probetraining mitgemacht. Warum haben wir jetzt nicht das Brookhaven RP im Kino geguckt? Na, weil du mich im Fitnessstudio voll blamiert hast. Das war doch gar nicht so schlimm. Das war halb so schlimm, das Training. Und du bist da so eine Lusche. Ach, Mama, wenn du mich mal mehr unterstützen würdest, dann wäre ich vielleicht auch nicht so eine Lusche. Sag mal, geht's noch? Du hast jetzt für heute Stummeres. Geh sofort in dein Zimmer und schlaf. Ja, Mama. Okay, dann gehe ich in mein Zimmer und schlaf. Da bin ich wenigstens alleine. Dann ist wenigstens nicht meine gemeine Mama bei mir und ärgert mich. Oh Mann. Wenigstens ist mein Zimmer ganz hinten im Haus, so dass ich möglichst weit von Mama weg bin. Dann lege ich mich jetzt hin und dann schlafe ich eine Runde. Da werde ich wenigstens nicht geärgert. Nyam, 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 nyam. Dieser blöde Aborg, der ist viel zu fett, ey. Mein fettes Kind ist mir viel zu fett, das ist mir viel zu peinlich, ey. So, da muss ich was gegen unternehmen. Der hat sich im Fitnessstudio heute mega blamiert. Da muss ich auf jeden Fall was gegen machen. So, er schläft da, aber gleich schläft er nicht mehr. So, 3, 2, 1, aufstehen, mein fettes Kind, steh auf. Was ist los, Mama? Was ist los? Du bist viel zu fett. Du musst jetzt dreimal um den Kreis rennen. Und wenn du das nicht machst, dann musst du draußen im Garten schlafen. Du hast mich heute Mittag im Fitnessstudio voll blamiert. Was? Mitten in der Nacht soll ich dreimal um den Kreis rennen? Oh Mann, Mama. Warum gehst du so mit mir um? Ich glaube, du bist echt eine richtig schlechte Mutter. Andere Mütter gehen mit ihren Kindern voll nett um. Meine Klassenkameraden haben alle so liebe Eltern und ich habe so eine mega gemeine Mutter. Oh Mann, ey. So, aber ich bin jetzt sofort fertig mit den 3 Runden. Darf ich dann wenigstens weiterschlafen? Ja, aber auch schon besser. Und morgen früh geht das nächste Training los. Und jetzt schlaf mal schnell wieder. Oh mein Gott. So, ich lege mich hier jetzt hin und ich tue jetzt so, als würde ich schlafen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich will nicht mehr bei so einer Mutter leben. Die Mutter ist voll gemein. Selbst wenn ich ein bisschen zu viel Gewicht habe, soll sie mich nicht als fett beleidigen. Ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe meine Mutter nicht lieb. Sie geht so gemein mit mir um. Ich habe ihr nichts getan. Sie beleidigt mich die ganze Zeit, weckt mich nachts auf, schikaniert mich, gibt mir nichts zu essen. Nee, nee. So eine Mutter habe ich nicht lieb. Ich würde jetzt weggehen. Da bin ich zwar ein bisschen traurig drüber, aber ich glaube, alleine ist mein Leben besser. Ich springe jetzt aus dem Fenster und dann haue ich ab. Und hui, hüpf. So, ich bin hier jetzt in Tokabokka und ich glaube, ich werde komplett wegziehen aus dieser Stadt. Ich habe nur schlechte Erinnerungen mit dieser Stadt und darum werde ich jetzt gucken, wo der Flughafen ist. Und dann werde ich mit diesem Flugzeug aus dem Flughafen zu Brookhaven fliegen. Weil Brookhaven, habe ich gehört, ist eine richtig tolle Stadt. Und wie gesagt, da gibt es jetzt hier auch den neuen Kinofilm zu und der soll richtig toll sein. So, hier ist der Flughafen, ich bin jetzt endlich da und da gehe ich jetzt hin und dann fliege ich mit dem Flugzeug nach Brookhaven. So, hier ist das Flugzeug. Hier steige ich jetzt ein. Ich gehe da jetzt rein. Jetzt bin ich im Flugzeug. Und jetzt geht's sofort los. Herzlich willkommen in der Tokabokka Airline. Wir fliegen in 3 Sekunden nach Brookhaven. Der Flug beginnt in 3, 2, 1, los! Ah, was wackelt hier so? Was wackelt hier so? Ist das normal in einem Flugzeug? Ist das normal? Sehr geehrte Passagiere, wir sind in schwierigen Turbulenzen. Das Flugzeug wird wahrscheinlich abstürzen. Was? Nein! Ich wollte doch nur von meiner Mama weg und jetzt stürzt das Flugzeug ab. Nein! Was ist mein faules Kind wieder so lange im Bett, ey? Da muss ich auf jeden Fall nachgucken. So, schnell zu meinem Kind hingehen. Das kann ja wohl nicht sein, dass es wieder den ganzen Tag am Chillen ist. Wo ist denn Ab... Hä, wo ist Abok? Wo ist Abok? Wo ist dieses Plagg schon wieder hingegangen, ey? Wenn das wieder herkommt, dann kriegt das nochmal Hausarrest. Hä, was ist denn das für ein Zettel hier? Hä, was steht hier auf dem Zettel drauf? Liebe Mama, obwohl nein, böse Mama, ich hab dich nicht mehr lieb. Du mobbst mich die ganze Zeit. Ich will ein Leben ohne dich und darum fliege ich heute Nacht nach Brookhaven. Was? Mein Junge ist nach Brookhaven geflogen? Oh mein Gott! Hä? Was höre ich denn da in den Nachrichten? Warte, da muss ich schnell nachgucken. Irgendwas mit einem Flugzeug? Was ist denn, kommt da in den Nachrichten?
Oh mein Gott, oh mein Gott, in den Nachrichten sagen sie, dass das Flugzeug von Aborg abgestürzt ist. Oh mein Gott, nein, 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 das ist doch mein Aborg, nein. Mann, jetzt bin ich auch noch mit dem Flugzeug abgestürzt. Mein Leben ist so schlecht. Aber ganz ehrlich, wenigstens ist meine Mutter nicht hier. Wäre meine Mutter hier auf der einsamen Insel, wo wir gestrandet sind, wäre es noch schlimmer. Was sagst du da, Aborg? Mein Leben ist zu Ende. Genau, meins auch, ey. Jetzt sind wir hier für immer und ewig gestrandet. Genau. Ganz ehrlich, es tut mir leid für euch, aber mein Leben ist jetzt immer noch besser als vor dem Flug. Ganz ehrlich. Hallo, wir kommen vom Rettungsteam. Wir sollen euch retten. Wir sind das Rescue-Team. Wir haben das Flugzeug nachverfolgt und wir retten euch. Ja, danke. Danke, liebes Rettungsteam. Das freut mich auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt kann ich nämlich doch noch nach Brookhaven. Und dann bin ich meine blöde Mutter endlich los. Hey, Aborg, da bist du ja. Es tut mir so leid, wie ich dich genannt habe. Niemals werde ich dich jetzt ärgern. Du darfst jetzt alles machen, was du willst. Und wir gehen sofort ins Kino und gucken uns den neuen Brookhaven-Film an. Ich verspreche dir alles. Ich habe mich jetzt geändert. Ich bin jetzt eine nette Mutter. Ich habe echt gedacht, dass ich dich verloren habe. Mama, meinst du das wirklich ernst? Oh, das bedeutet mir so viel. Ja, dann komme ich zurück nach Hause zu Tocker Bocker. Ich hab dich auch lieb. Du darfst jetzt so sein, wie du willst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Schau dir das Video auf der rechten Seite an und guck auch gerne mal auf meinen Hauptkanal vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.